Er ist ein Weltstar, hat eine einmalige Stimme und ein großes Herz. Fabrizio Buane. In unserer Herbstfestshow hat er dem Menschen gedankt, dem er seinen Erfolg wohl am meisten zu verdanken hat. Seiner Mutter. Alina Buane selbst ahnte von ihrem großen Auftritt nichts. Sie wurde von Fabrizio und uns gemeinsam überrascht. Mama, solo per te la mia canzone. Es ist ein bewegender Moment für beide, Fabrizio Buane und Mama Alina. Er hat ihr vorher von dem Auftritt nichts verraten. Während sie am Nachmittag noch in ihrem Hotelzimmer wartet, planen nebenan ihr Sohn und sein Manager Alinas Überraschung in meiner Show. Ich habe eigentlich noch nie eine Fernsehsendung mit meiner Mutter gemacht, vielleicht eine Reportage, eine Sekunde, aber eine richtige Sendung mit meiner Mutter, das ist auch für mich sehr persönlich. Seiner Mama hat Fabrizio erzählt, dass er eine Gala in Dresden moderieren soll und sie danach von seinem Manager zum Essen abgeholt wird. Eine kleine Notlüge, damit sie nichts merkt. Wir mussten dann halt immer so ein bisschen tuscheln und gucken, dass wir eine Ecke finden, wo wir ungestört miteinander sprechen konnten, damit sie halt keinen Verdacht schöpft. Alina Buane ist 76 Jahre alt und Fabrizio hat seine Mama eingeladen, ihn bei einigen Auftritten in Deutschland zu begleiten. Dass Fernsehteams sie filmen, ist für die Mutter nichts Ungewöhnliches mehr. Wir haben uns zur Sicherheit als Team einer ganz anderen Sendung ausgegeben. Sie genießt die gemeinsame Zeit, denn Fabrizio ist viel zu selten in Wien bei seiner italienischen Familie. Zu Hause ist müde. Essen und schlafen. Schlafen und ich muss kochen natürlich. Und da, wir spazieren und nichts denken zum Kochen. Alina musste Fabrizio fast allein erziehen. 1968 kam sein Vater als Koch nach Wien und 10 Jahre später eröffnete Familie Buane die erste Pizzeria der Donaustadt. Fabrizio ist seiner Mutter unglaublich dankbar, dass sie sein Talent gefördert hat. Also ich war 17, wie mein Vater verstorben ist, hat Krebs auch gehabt vorher. Und meine Mutter, es war nicht einfach für meine Mutter. Sie hat immer gemeint, ich bin eine strenge Mutter, aber jetzt bin ich Mutter und Vater. Ich glaube nicht, dass meine Mutter immer verstanden hat, dass Musik machen ein Beruf ist und das eigentlich immer nur so als Spaß gesehen hat. Aber nachdem sie das verstanden hat, dass das ist, was ich machen wollte, sie alles dafür getan hat, dass ich das Fundament habe, zu sprühen und mein Talent zu beweisen. Er hat Talent, aber es ist schwer zum Oben kommen. Das ist so. Aber ich bin zufrieden, das ist so. Unsere Rosinen. Unsere Rosine der Familie, weil ich ja der Jüngste bin. Ja. Während die Show in Riesa bereits läuft, wartet Alina Buane in Dresden und macht sich fein fürs Abendessen. Fabrizio sitzt da längst in der Maske und fiebert einem ganz besonderen Auftritt entgegen. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich bin normalerweise gar nicht so aufgeregt, weil ich eigentlich meine Lieder singe, das Auftreten liebe, genieße. Und ich habe keine Ahnung, das ist außer Kontrolle, was auch immer passiert. Es passiert. Endlich ist es soweit. Herzlich willkommen, Fabrizio Buane. Endlich kann sich Fabrizio dafür bedanken, dass seine Mutter immer an ihn geglaubt hat. Ein Auto rollt in die Halle und viele Tränen kullern aus den Augen. Mutter und Sohn sind überwältigt. Sehr schön, aber wirklich, ich war so überraschend, dass mir Herz so... Ich habe natürlich alles gewusst und ich habe natürlich diese Nachricht zu übermitteln, dass ich mich bedanken kann bei meiner Mutter endlich hier, noch dazu öffentlich, vom Fernsehen und so weiter, das hat mich dann schon am Herz gepackt.